So, dafür auch allen, die das Video im zweiten Gang schauen, die sich später eingeschaltet haben, einen schönen guten Morgen hier am Freitag, letzter Handelstag der Woche. Wir schauen jetzt hier zusammen einfach mal in das Thema der US-Konjunktur. Wir sehen es, ich habe es auch schon im Titel genannt, die US-Konjunktur, die Frage, die sich hier stellt, brummt es in der größten Volkswirtschaft weiter? Und das beleuchten wir jetzt einfach mal mit ein paar Rahmendaten, die die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA, regelmäßig auch anschaut, um ihre Entscheidungen auch zu fällen und zu rechtfertigen als Vorlaufindikator. Das ist einer der wichtigen Indikatoren. Deswegen spielt der auch eine große Rolle. Aus rechtlichen Gründen, wie immer hier der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir ins Beachbook. Diejenigen, die hier zum ersten Mal zuschauen, wir haben ja auch immer wieder neue Zuschauer hier dabei. Das US Beachbook ist ein Konjunkturbericht aus den USA. Er wurde 1970 ins Leben gerufen und stellt einen Report über die aktuelle wirtschaftliche Lage aus den 12 wichtigsten Verwaltungsbezirken in den USA dar. Um die Daten zu bekommen, werden Banken- und Branchenexperten befragt, Unternehmenslenker und auch Ökonomen. Und die Daten, die dort, sag ich mal, fließen, das sind Aussagen zu ökonomischen Trends. Die zeigen auf, wie es der Wirtschaft geht. Die beleuchten allerdings auch sehr, sehr frühzeitig mögliche zukünftige Herausforderungen für die Wirtschaft. Positive Ergebnisse untermauern die Wirtschaft, so wie wir das aktuell auch immer wieder sehen. Das heißt, das kann beispielsweise den US-Dollar stützen. Negative Aussagen, die dämmen die Wirtschaft ein. Das heißt, das könnte den US-Dollar schwächen. Und das sind auch Punkte, warum ich die hier nenne, weshalb ich auch, sage ich mal, immer wieder auf die Wichtigkeit von Wissen in diesem Bereich hinweise, ist einfach, dass man sehen kann, was dort auf einen zukommen kann. Das heißt, dass wir hier wirklich schöne Fundamentaldaten bekommen und diese Fundamentaldaten, die können wir als Händler dazu nutzen, so Szenarien zu planen. Und wenn wir merken, dass dann plötzlich aus unserer Szenarioplanung etwas passiert, das in den Charts umgesetzt wird, ja, das wären dann die wichtigen Faktoren, wo wir die fundamentalen Daten auf der einen Seite, die Chartdaten, also die technischen Analyse auf der anderen Seite zusammenbringen können in ein rundes Bild, in ein, in, sag ich mal, in eine faktische Umsetzung der fundamentalen Seite durch die Händler. Und das können wir dann sehr, sehr schön nutzen, um die Planung für unsere Trades zu machen. Was macht die USA Fed daraus? Der US-Offenmarktausschuss nutzt diese Ergebnisse bei ihrem Entscheid für die kurzfristigen Zinsen. Und die Zinsen haben dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf den US-Dollar an dieser Stelle. Veröffentlichung der Daten hier im Board of Governors, das kann auch jeder nachschauen. Ich habe hier mal auch die Internetadresse. Wen das Ganze interessiert, der kann sich das Ganze auch anschauen. Also einfach mal auf Google eingeben, Board of Governors of the Federal Reserve System, beziehungsweise was ich auch mal machen kann, ist, ich kann ja diesen Link einfach mal rüber kopieren. Da muss ich noch mal ganz kurz die entsprechende Präsentation hier für mich nochmal in den Vordergrund bringen und dann nehme ich den Link einfach mal. So, also wen das interessiert, hier, ich poste es mal, das Ganze sich auch durchlesen möchte. Hier kann diese Daten jeder auch mit rausnehmen. Ich habe es gerade mal gepostet. Auf GoToWebinar mache ich es jetzt auch gleich noch. So, da ist es auch da. Das heißt, dort stehen diese Daten, veröffentlicht wird das Ganze 8-mal pro Jahr, immer 2 Wochen vor dem FOMC-Meeting, also wenn die Fed dann sozusagen tagt und die Ergebnisse dann auch bekannt gibt. Das heißt, in 2 Wochen haben wir dann auch wieder die Fed auf der Uhr am Mittwoch. Schauen wir uns mal die aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten hier an dieser Stelle an. Das Beachbook ist sozusagen unterteilt in 3 Punkte. Wir haben die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten, wir haben den Lohn und die Anstellung. Das Ganze hier an dieser Stelle in nachfolgenden Bereichen. Das heißt, gesamtwirtschaftliche Aktivitäten, das aktuelle Bild hier im Allgemeinen, also die Zahlen, die wir aus diesen 12 Distrikten bekommen haben, sagen, im Allgemeinen gibt es doch ein relativ anständiges Wachstum in den letzten 6 Wochen von 2019. Die Wachstumsbreite, die schwankt auch immer mal so ein kleines bisschen, aktuell auch wieder zwischen unter bis überdurchschnittlich. Die Konsumentenausgaben, das ist ja wichtig für das Bruttoinlandsprodukt der USA, sind hier weiter positiv. Also die Konsumenten sind freudig gestimmt, die Konsumentenausgaben sind weiter gestiegen. Und das ist auch etwas, wir sehen ja auch heute im Tagesverlauf wieder die
die Wirtschaftsdaten, es gibt beispielsweise die Konsumentenindikationen, beispielsweise von der Uni Michigan. Das sind wichtige Fakten. Da werden halt die Konsumenten befragt und hier sehen wir es halt, die Konsumentenausgaben sind weiter gestiegen. Was wir als Information, als zusätzliche Information bekommen haben, ist, dass das Wachstum der Online-Einkäufe teilweise bedeutender wird. Also das Online-Wachstum so läuft so Stück für Stück ein bisschen dem stationären Handel auch, sage ich mal, das Wasser ab. Und deswegen ist hier der Fokus auch genannt worden. Und deswegen steht das hier auch drin. Das sind so Indikatoren, wo man dann auch mal hinschauen muss, hat das denn möglicherweise negative Einflüsse auf die Umsätze im stationären Handel? Das alles kommt hier an dieser Stelle wichtig. Warum ist das wichtig? Wenn wir beispielsweise hier plötzlich viel, viel mehr Geld in den Onlinehandel fließen sehen, ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA weiterhin stark. Aber wenn der stationäre Handel deutlich weniger Geld verdient und wir dort beispielsweise in den Geschäften, in den Städten Geschäftsschlüsse sehen, dann könnte das wieder negative Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote beispielsweise haben oder auf das Einkommen der Bürger, was dann im langfristigen Zeitrahmen natürlich entsprechend irgendwann dann auch das Bruttoinlandsprodukt, sag ich mal, betreffen kann. Ja, das ist jetzt noch nicht so weit, nur das sind einfach auch Fakten, die man so ein Stück, sag ich mal, im Kopf behalten muss. Deswegen ist das Ganze natürlich immer auch ein Frühindikator. Zum Thema Autoverkäufe ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in den USA. Autoverkäufe, die sind ebenfalls moderat weitergewachsen. Und hier steht halt auch sehr, sehr häufig sowas wie moderat, ja, oder anständig. Das sind halt Punkte, die sind auch wichtig als Stellgrößen, dass man einfach sieht, dass die Wirtschaft hier nicht überpaced, sondern dass das wirklich ein langsames, stetiges Wachstum ist. Und das haben wir jetzt, das besprechen wir ja schon seit vielen, vielen Monaten mittlerweile, dass wir hier wirklich sehr solide, langsam steigende Marke haben. Und das ist eher was Gesundes, was schnell anpacendes nach oben. Das wäre eher das Ungesunde. Das sehen wir hier aber momentan auch nicht. Die Tourismusausgaben in diesem Bereich waren ebenfalls auch gemischt, war ja auch die Urlaubssaison dort in diesem Bereich mit drinnen. Aktivitäten im produzierenden Gewerbe, die sind weiterhin unverändert. Wir haben ja in den letzten Monaten auch immer mal wieder gesehen, dass gerade das produzierende Gewerbe Probleme hat, gerade mit dem Thema Handelsstreitigkeiten und Zölle. Jetzt nicht gravierende, massivste Probleme, ja, aber es ist dort so, es hat sich jetzt nichts verändert. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Geschäftsfelder außerhalb vom Finanzsektor haben gemischte Zahlen gemeldet. Der Finanz, entschuldigt, außerhalb des Finanzsektors, das Ganze war gemischt. Ja, Finanzsektor ist ja immer so ein bisschen was Separates. Final allerdings hier in diesem Bereich auch ein recht anständiges Wachstum. Blicken wir als letztes hier auf dieser Folie noch auf den Transportsektor. Hier sehen wir ein gemischtes Bild durch alle Distrikte hindurch. Die Mehrheit berichtet, sage ich mal, eine Breite von keinem Wachstum, also dass das alles stabil bleibt, bis hin zu etwas schwächeren Aktivitäten. Das sehen wir auch, wenn wir beispielsweise mal in den Transportation-Sektor oder beziehungsweise Transportation-Index schauen. Das machen wir nachher im Anschluss hier dran auch noch. Da habe ich die Grafik dazu auch mal noch mit da, dass wir das Ganze hier sehen können. Machen wir weiter noch bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Da bin ich ja jetzt noch den Finanzsektor schuldig hier, der Bankensektor an sich. Was sagt er hier? Charakterisiert wird ein Kreditwachstum, was sich stetig bis moderat wachsend derzeit darstellt. Also auch hier recht vernünftige Nachrichten. Thema Häuser, da bekommen wir ja auch immer wieder Wirtschaftsnachrichten dazu. Die variieren landesweit. Durchschnittlich haben wir hier kein Wachstum gegenüber der Vorperiode. Aber, und das ist jetzt interessant, der Mietwohnungsmarkt, der wird wieder stärker. Der Wohnungsneubau expandierte anständig. Das heißt, da passiert schon was in diesem Sektor, auch wenn halt übers große Bild hinweg hier nicht wirklich Wachstum im Vergleich zur Vorperiode zu sehen war. Was das Ganze untermauert, halt das Thema Wohnungsbau. Mit Blick auf die Gewerbeimmobilien sind die Aktivitäten recht unterschiedlich. Und das ist halt das Ganze, was in Summe dazu geführt hat, dass wir hier keine Veränderung gegenüber der Vorperiode gesehen haben. Ein Blick noch in den Agrar- und Energiesektor, die standen ja zuletzt etwas unter Druck. Hier das Ganze wenig verändert. Thema hier bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten wurde auch noch mal extra genannt. Zölle und Handelsunsicherheiten belasten momentan weiterhin, aber
Und das ist sehr positiv zu sehen. Die kurzfristigen Erwartungen auf die nächsten Monate, die sind tendenziell positiv. Und das ist an dieser Stelle ja natürlich auch immer wieder ein guter Faktor für die Wirtschaft. So, dann schauen wir als nächstes auf das Thema Arbeitsmarkt und Löhne, bevor wir als drittes dann auf die Preise zu sprechen kommen. Arbeitsmarkt und Löhne, hier die Daten natürlich, was wir hier sehen, die Beschäftigung. Auf der Seite der Beschäftigung haben wir ein weitreichend stabiles bis maßvolles Wachstum. Das haben wir ja auch an den letzten Zahlen hier zu den Beschäftigungen gesehen, beispielsweise an den Non-Farm Payrolls. Der Arbeitsmarkt an sich ist, wie schon gesagt, sehr solide, aber er ist recht angespannt. Und zwar haben wir hier die Situation weiterhin. Wir haben einen Arbeitskräftemangel und der schränkt das Arbeitsmarktwachstum teilweise ein. Und das hat mittlerweile so weitreichende Konsequenzen, dass das teilweise negative Auswirkungen auf Unternehmenswachstum haben, ne? Dass Unternehmen einfach keine Aufträge mehr annehmen können, obwohl sie könnten, weil sie einfach kein Personal mehr haben. Das heißt, das schränkt dann so ein bisschen das Wachstum einzelner Unternehmen ein. Wo wir Einsparungen bzw. Stellenkürzungen wieder gesehen haben, ist das herstellende Gewerbe. Also im produzierenden Gewerbe ist es teilweise etwas angespannter, die Situation. Das haben wir in den Wirtschaftsdaten auch schon im Vorfeld immer mal wieder entsprechend gehabt. Stellenkürzungen gibt es auch im Energie- und Transportsektor. Mit Blick auf das Gehaltswachstum sehen wir hier keinen übermäßigen Druck. Das ist auch wiederum positiv für die Wirtschaft. Das heißt, hier wirklich kein starker Lohndruck. Einzelne Veränderungen gab es zum Jahreswechsel durch das Thema Mindestlohnerhöhung. Ansonsten, was probieren die Arbeitgeber? Sie versuchen Aktivitäten zu tun, um den, sage ich mal, Angestellten das Leben so ein bisschen zu versüßen. Das heißt, hier gibt es Zusatzvergütung, beispielsweise nicht entgeltliche Vergünstigung oder Schulung für Weiterbildung und so weiter und so fort. Also einfach, um die Arbeitnehmer zu motivieren, nicht zu jemanden anderen abzuhauen, der vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Lohntasche packt an diesem Punkt. Und damit als dritter Punkt die Besprechung der Preisentwicklung, also hier das Thema Inflation. Da haben wir ja auch die letzten Daten gesehen, dass der Inflationsdruck nicht wirklich stark ist im Moment. Was wir hier haben, die Preisanstiege bzw. auch die Investitionskosten. Also Investitionskosten sind die Kosten, die man hat, um ein, sage ich mal, fertiges Produkt am Ende herzustellen. Hier haben wir maßvolles Wachstum. Interessant an dieser Stelle die Zusatzinformation, dass wir hier mittlerweile in der Lage sind oder dass die Unternehmen mittlerweile in der Lage sind, die Zollkosten teilweise auch an die Verbraucher weiterzugeben durch Preissteigerungen und das Ganze hier keinen Abfall bekommt. Hauptsächlich passiert das Ganze im Einzelhandel, teilweise mittlerweile auch im Baugewerbe. Ein Faktor, den wir hier bei den Preisen momentan so ein bisschen im negativen Bereich sehen, ist das Thema bei den Restaurants. Die berichten steigenden Preisdruck aufgrund von Anstiegen im Bereich der Lebensmittelpreise. Mit Blick auf das verarbeitende Gewerbe und den Energiesektor, da sehen wir vereinzelt rückgängige Preise. Aber das Thema ist auch schon wieder vorbei. Das ist ja die Vergangenheit. Dieser Sektor erwartet in Zukunft in den nächsten Monaten steigende Preise. Und das Ganze, das sehen wir auch an den Entwicklungen, beispielsweise im Transportation Index oder auch im Baltic Dry Index. Das sind Werte, die gucken wir uns auch gleich mal an. Die zeigen hier, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise mal den Transportation Index anschauen, das ist also, wie viele Güter werden hier produziert. Und da sehen wir halt auch in den letzten, sage ich mal, Monaten beziehungsweise in der Vergangenheit, wenn wir uns den Chart mal anschauen, wir hatten ja schon immer mal wieder Rückgänge, dann gab es eine Besserung, dann gab es wieder einen Rückgang, aber es geht so Stück für Stück aufwärts und das ist das, was man sieht. Und wenn wir hier ein Wachstum sozusagen in den transportierten Gütern haben, das ist dann das positive Zeichen und dann werden wir auch wieder deutlich positivere Nachrichten aus dem Transportsektor auch mitbekommen. Und wenn das verarbeitende Gewerbe hier wieder deutlich mehr, sage ich mal, auch zu tun bekommt, dann wird auch wieder mehr transportiert. Und das sind alles so kleine Puzzleteile, die dann im Gesamtbild das Ergebnis bringen, wie wir es hier haben. Also das mal der US Transportation Index und dann mal noch einen Blick hier hinein in, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, die, na, jetzt ist mir das abgehauen hier. Bitte weiterlaufen. Nächste Folie bitte angehen. Hier,
die möchte ich haben. Da schauen wir einfach nochmal auf den Baltic Dry Index hier, mal auf die letzten 6 Monate gesehen. Und da sehen wir auch das Ganze. Also das sind mal sozusagen die trockenen Güter, die über den Seeweg transportiert werden. Und das hier, das ist auch häufig oder in einem ziemlich starken Kontext gesehen auf den Wirtschaftsdaten, die wir weltweit bekommen haben, dass das Wirtschaftswachstum etwas zurückgegangen ist. Das Thema Handelsstreit China-USA hat hier belastet. Und da sehen wir auch mal, was da entsprechend passiert ist. Das Ganze hier zur Unterseite hin in den letzten 6 Monaten doch deutlich nach unten gegangen. Und wenn sich das ganze Bild wieder ändert, das heißt hier wieder mehr Güter nach oben transportiert werden, das hat dann halt alles Einflüsse darauf. Also ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber hier sehen wir halt auch mal, dass diese Daten, die wir aus dem Beachbook bekommen, hintendran auch mit gewissen, sage ich mal, Indizes auch immer wieder gut abgleichbar sind. Und wenn wir hier entsprechend Änderungen sehen, das heißt, wenn so ein Baltic Dry nach oben ansteigt oder hier der Transportation Index wieder deutlich zunimmt, das sind dann halt wirklich Punkte, da sehen wir, dass hier das Ganze besser wird und dann sollten wir auch wieder ganz, ganz andere Daten im Bereich auf die US-Wirtschaft hier an dieser Stelle mitbekommen. Das also hier der Blick in die US-Wirtschaft, die aktuellen Rahmendaten aus den USA, aus dem Beachbook in Deutschland bekommen wir ja nächste Woche dann auch noch ein paar weitere Informationen. Danke für die Zeit heute Morgen hier an dieser Stelle und allen ein schönes Wochenende. Bis Montag um 8:30 Uhr, wenn wir unsere nächsten Handelsideen beleuchten. Allen ein entspanntes Wochenende und gute Trades. Tschüss.